Ja, hallo, hier ist wieder Erik und willkommen zu dieser Mikroausgabe von GNU Funst. Das ist der zweite Teil über Musikproduktion in A-Dur. Heute werden wir uns mit der generellen Post-Production beschäftigen. Wir werden die vier Tracks, die wir jetzt hier aufgenommen haben, soweit aufbearbeiten, dass wir die mischen können, dass wir ein paar Effekte draufpacken können und dass wir erstmal was haben, was man sich überhaupt im Ganzen anhören kann. Denn zwei der Tracks sind ja bisher nur MIDI. Und was wir jetzt erstmal machen werden, ist, wir werden diese beiden Tracks richtig als Audio-Tracks aufnehmen. Das muss man natürlich eigentlich nicht machen. Eigentlich könnte ich die natürlich als MIDI-Tracks lassen und genauso behandeln wie andere Audio-Tracks auch. Da die aber beide über den gleichen Synthesizer bei mir gespielt werden und der immer nur eine Sache gleichzeitig spielen kann, macht es natürlich Sinn, die in richtige Audio-Tracks umzuwandeln, dass wir die nämlich auch beide gleichzeitig hören können. Um das zu tun, legen wir einfach mal einen neuen Track an, ein Audio-Track in Stereo in dem Fall. Und den ersten nennen wir jetzt mal Bass, denn wir nehmen zuerst mal die Bassline auf. So, ich auf Aufnahme. Wir sehen schon, wenn ich spreche, der nimmt schon auf. Und ich habe jetzt schon meinen Synthesizer angeschlossen und schon auf den richtigen Patch eingestellt. Davon jetzt kann man mal gucken, ob das auch geht. Ja. Der Synthesizer kommt hier drin auch an. Ich habe auch schon meinen MIDI-Adapter daran angeschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt im Grunde genommen bloß noch das Mute hier rausnehmen bei der Bassline, dass die abgespielt wird. Und anfangen aufzunehmen. Das heißt, hier Record Enable anmachen, hier oben auf Aufnahme klicken und Play drücken. So, sehr schön. Jetzt haben wir die aufgenommen und haben jetzt eine ganz normale Audiospur, die wir ganz normal abspielen können und jedes andere behalten können. Das heißt, wir muten jetzt hier diese Bassline-Spur und die brauchen wir jetzt nicht mehr. Das gleiche machen wir jetzt noch für die Orgel. Dazu muss ich mal schnell auf meinem Synthesizer den richtigen Sound einstellen. Jupp, da ist er. Jetzt machen wir hier im Grunde genommen das gleiche. Ich nehme das Mute raus bei der Orgelspur, lege auch einen neuen Audio-Track an, mache ich auch Stereo. Ich mache Orgel, füge den hinzu, mache auch hier Record Enable an, klicke hier oben auf Aufnahme und dann nehmen wir auch den einfach auf. Muss natürlich auch hier auf Aufnahme klicken. Ja, das hat nicht geklappt, machen wir gleich nochmal. Aufnahme und los. So, jetzt haben wir den auch. Und jetzt können wir uns das Ganze schon mal insgesamt angucken. Wir können jetzt auch hier den Orgel-Track einfach wieder muten. Und jetzt haben wir hier die Gitarre, die Ukulele, Bass und die Orgel-Audiospur. Was ich jetzt noch machen werde,
was ich auch in dem Original gemacht hatte, also das, was ich jetzt vorher vorbereitet hatte, ist, dass ich diese Orgelspur nochmal mit einem zweiten Instrument aufnehme. Das ist ja das Schöne an MIDI. Das heißt, wir haben ja einfach nur Noten, mit denen ich jedes beliebige Instrument spielen kann. Was ich für den finalen Mix gemacht hatte und was eigentlich ganz nett ist und was dem Ganzen noch ein bisschen mehr, naja, Charakter gibt und das Ganze ein bisschen spannender macht. Ich habe diese gleiche Orgelspur einfach nochmal mit einem anderen Sound aufgenommen. Und zwar mit so einem E-Piano-Sound. Da hat man einfach noch ein bisschen mehr so ein, naja, perkussives Element drin, ein paar mehr Transiente, also da passiert einfach ein bisschen mehr was. Das heißt, wir fügen hier gleich mal noch eine Spur hinzu. Nehmen das Ganze mal E-Piano. Und gehe noch hier auf Aufnahme. Und was ich jetzt aber mache, ist, ich stelle den Synthesizer so ein, dass die Noten eine Oktave höher gespielt werden. Das heißt, das E-Piano spielt genau das gleiche, was die Orgel spielt, bloß eine Oktave höher. Das stelle ich mal kurz ein. So, jetzt spielt das Ding genau eine Oktave höher und jetzt nehmen wir das gleiche einfach nochmal auf. Der nimmt wieder nicht auf. Probieren wir es nochmal. So, jetzt haben wir hier noch eine Spur. Da sieht man auch ganz nett, was man halt mit MIDI so machen kann. Nämlich halt auch solche Sachen, dass man einfach mal sagen kann, jetzt möchte ich mit den gleichen Noten doch mal noch ein anderes Instrument haben, um einfach dem Ganzen ein bisschen mehr Fülle zu geben. Das ist halt sehr nett. So, die beiden Spuren brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Jetzt mache ich einfach mal diese Editor-List an und hier kann man die jetzt verstecken. Also da kann ich mir jetzt einfach mal Baseline, dann nehme ich einfach mal hier unter V das Visible raus. Dann sind die hier nicht mehr im Weg und müssen uns die nicht mehr angucken, weil wir die jetzt nicht mehr brauchen. So, jetzt können wir uns das Ganze mal im Gesamten anhören. Nehmen wir hier einfach mal einen Anfang. Und jetzt fallen natürlich gleich so ein paar Probleme auf. Natürlich sind die drei Spuren, die wir jetzt aufgenommen haben, vom Synthesizer sehr viel lauter. Der hat weniger Dynamik. Und die beiden anderen Spuren, die gehen darunter jetzt komplett unter. Das heißt, was wir erstmal machen werden, ist, wir werden ungefähr die Lautstärken so anpassen, dass das Ganze läuft. Das könnten wir jetzt hier drin machen, einfach mit so einem kleinen Slider. Und so viel schöner ist dazu aber natürlich der Mixer, der in Ardour drin ist. Darum gehen wir hier oben auf Window und dann auf Mixer. Und jetzt kriegen wir diesen Mixer hier. Der sieht so ein bisschen aus wie, eigentlich ein ganz normales Mischpult. Auch hier drin können wir jetzt einfach mal die beiden MIDI-Spuren verstecken, da wir die hier nicht brauchen. Und wenn wir das jetzt mal abspielen, dann sehen wir hier ganz schön, wie sich die Lautstärken verhalten. Wie man sieht, die beiden ersten Spuren hier, das sind die, die wir mit richtigen Instrumenten aufgenommen haben, also mit richtigen, aber mit Mikrofonen aufgenommen haben, von akustischen oder elektrischen Instrumenten. Die haben halt eine sehr viel höhere Varianz in der Lautstärke, eine sehr viel höhere Dynamik und sind auch im Generellen sehr viel leiser. Das heißt, das Erste, was wir mal machen werden, ist, wir werden diese Spuren hier ein Stück leiser machen, damit die beiden anderen nicht ganz so wegdrücken. Genau, das ist schon mal ganz gut. Aber was wir natürlich eigentlich machen müssen, ist, wir müssen der Gitarre und auch der Ukulele einfach ein kleines bisschen mehr Power geben. Dazu fügen wir den jetzt beiden einfach mal einen Kompressor hinzu. Ich benutze sehr gerne die ganzen Plugins von Carve. Und
der Carve-Kompressor, finde ich, der ist echt gut und arbeitet fantastisch. Habe den jetzt hier einfach mal eingefügt. Und was ein Kompressor halt macht, für diejenigen, die es nicht wissen, ist, der verringert die Dynamik des Sounds. Also der macht einfach die leisen Teile lauter und macht die lauten aber halt nicht unbedingt lauter oder die lauten vielleicht sogar ein bisschen leiser. Wozu das führt, ist, dass einfach der Sound im Generellen lauter klingt, ohne ihn lauter zu machen. Und wenn wir das Ganze jetzt mal abspielen, dann sehen wir hier diese Kurve. Und was mit dem, dieser kleine Punkt, das zeigt die Lautstärke unseres aktuellen Sounds an. Und ich muss es hier mal ein bisschen leiser machen, dass man mich noch hört darüber. Was wir im Grunde genommen machen möchten, ist, dass das hier unten einfach lauter wird. Und das können wir machen, indem wir den Make-up-Gain ein kleines bisschen hochstellen. Mit dem Threshold stellen wir ein, ab wo der Sound im Grunde genommen platt gedrückt wird. Das geht so. Und den Threshold möchten wir natürlich möglichst so setzen, dass die lauten Teile des, die leisen Teile des Sounds, also so das Ausklingen der Gitarre und so, hier auf der einen Seite sitzen, weil das möchten wir natürlich lauter machen. Und die anderen Teile des Sounds, also so die im Grunde genommen die Peaks des Sounds, den Attack von der Gitarre, der sollte möglichst hinter dem Knick liegen, weil den möchten wir ein bisschen leiser machen. Und mit dem Ratio stellen wir ein, wie viel leiser wir den machen. Mit dem Threshold stellen wir ein, wo im Grunde genommen dieser Knickpunkt liegt. Mit dem Make-up-Gain sagen wir, wie viel lauter wird denn das Ganze insgesamt gemacht. Es darf natürlich nicht zu laut werden, sonst klippt das Ganze. Wir haben hier noch so ein paar Sachen. Attack und Release, das ist halt vor allem dazu da, um einzustellen, wie sich das Ganze zeitlich verhält. Also wird der Sound sehr schnell leiser oder lauter gemacht. Da müssen wir uns jetzt erstmal nicht so drum kümmern. Ich solo jetzt diesen Track hier mal, dass wir den alleine hören. Und dann spielen wir hier mit ein bisschen mal mit dem Kompressor rum, um mal zu sehen, wie der funktioniert. Gehen wir mal hierhin zurück und es gibt so eine praktische Funktion in Arduino, die heißt Auto-Return. Damit springt er immer wieder automatisch an die Stelle zurück, wo wir das letzte Mal angefangen haben abzuspielen, denn muss man nicht immer wieder von Hand zurückspulen. So, jetzt gehen wir mal wieder in den Mixer rein. Und na, komm her. Und spielen einfach mal ab. Und jetzt können wir den einfach mal an- und ausschalten und hören, wie sich der Sound verändert. Das hört man schon ganz gut, was der Kompressor macht. Also ohne ist das Signal sehr leise und schwach. Mit kriegt das Ganze gleich eine ganze Menge mehr Punch. Wir müssen natürlich darauf achten, dass es nicht zu laut wird, also dass es hier nicht klippt. Aber so sieht das ziemlich gut aus. Das Signal ist nicht zu laut. Es hat halt nicht mehr Lautstärke als vorher, also der Pegel ist nicht hörbar, es klingt einfach lauter. Und das ist ziemlich gut. Das gleiche machen wir jetzt mit der Ukulele. Und da ziehe ich einfach das, kann man das Plugin einfach nehmen, hier rüberziehen, dann kriegt das so ein kleines Plus. Und dann taucht dasselbe auch bei der Ukulele auf. So, jetzt nehme ich mal das Solo raus und dann können wir das Ganze mal abspielen und mal hören, wie das klingt. Das hört man auf einmal. Die Ukulele, die hat richtig, die sticht richtig durch den Mix. Einfach weil die extrem viele Höhen hat und so ein bisschen, naja, ein bisschen blöd klingt irgendwie.
Und das möchte ich ein bisschen rausnehmen. Also ich möchte im Grunde genommen dieses sehr, sehr starke Präsente der Ukulele ein bisschen entfernen. Das könnte man natürlich einerseits machen, indem man einfach Höhen rausnimmt. Das finde ich aber gar nicht so toll. Was man machen kann, um das Ganze ein bisschen in Hintergrund rücken zu lassen, ist, man gibt dem Ganzen einfach ein kleines bisschen Reverb, also ein kleines bisschen Hall. Das lässt die nicht ganz so präsent und nicht ganz so vordergründig klingen. Das heißt, wir tun hier einfach mal einen Reverb mit rein. Den tue ich hier drauf. Ich solo die jetzt auch mal die Spur hier, dass wir die alleine hören. Und mal hören, was wir da machen können. Was ich jetzt vor allem runternehmen werde, ist der Dry Amount. Also das ist im Grunde genommen die Menge des direkten Signals. Und da hört man jetzt ganz gut, was der das Reverb hier macht. Es nimmt der Ukulele einfach so ein bisschen was von ihrem scharfen, sehr vordergründigen Sound und lässt die einfach ein bisschen in den Hintergrund rücken. Macht das Ganze einfach sehr viel softer und sehr viel nicht so aufdringlich, wie der Sound so halt ist. Das können wir uns jetzt nochmal anhören. Doch schon ganz gut. Das merkt man aber, ich solo hier nochmal kurz die Spur der Gitarre. Da wir das einfach so aufgenommen haben mit Mikrofon, merkt man jetzt hier ein Problem ziemlich stark. Ich gehe mal hier einfach an diesen stillen Teil vom Anfang und spiele das Ganze mal ab. Man merkt, da ist recht viel Rauschen und recht viel Hintergrundgeräusche. Das ist natürlich nicht gut. Man will natürlich möglichst ein sauberes Signal haben. Und der Kompressor macht das Ganze natürlich noch schlimmer, weil der macht die leisen Teile lauter. Das heißt, der hebt das Grundrauschen, was da ist im Sound, halt noch sehr viel weiter an. Und dafür gibt es auch eine tolle Sache. Das ist im Grunde genommen genau das Gegenteil von einem Kompressor, sozusagen ein Expander. Und das ist ein Gate. Das packen wir hier auch mal gleich als allererstes rein. Und Gate tut wirklich im Grunde genommen genau das Gegenteil von einem Kompressor. Es macht leisen Sound noch leiser oder entfernt ihn einfach komplett. Wenn wir uns das jetzt mal anhören, dann sieht man, die Gitarrenspur verschwindet erstmal komplett. So soll das natürlich nicht klingen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal einstellen, wie das Ganze überhaupt reagieren soll. Das heißt, wir müssen uns den Punkt raussuchen, wo im Grunde um das Gate aufgehen soll, also wo er anfangen soll, den Sound durchzulassen, wo er es nicht mehr abschneiden soll. Und da spielt man auch mit dem Threshold hier wieder drum, also mit dem Schwellenwert, und guckt einfach mal, wo der liegt, so der Threshold hier. Dieser Wert, den wir hier haben, also dieser kleine Punkt, sollte natürlich möglichst nicht unter diesen Threshold fallen, damit er nicht abgeschnitten wird. Könnte das Release auch ein bisschen länger setzen, dann ist die Gefahr nicht so hoch, dass er hier einfach reinfällt. Genau, das sieht ziemlich gut aus. Schön. Machen wir wieder das Gleiche. Kopieren wir im Grunde genommen genau das gleiche Ding auch hier zur Ukulele rüber. Hier ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Rauschen drauf, da wir das einfach mit dem Mikrofon so aufgenommen haben. Genau, da sieht man, der kommt jetzt so auch hier schon rüber. Aber das ist total okay. Es ist halt einfach super, um so ein bisschen das Hintergrundrauschen loszuwerden. Das sieht man hier, wenn wir anfangen, das abzuspielen, ist, wir haben im Grunde genommen kaum noch Hintergrundrauschen.
Das ist natürlich genau das, was wir wollen. So, jetzt haben wir im Grunde genommen unsere Tracks erstmal so aufbearbeitet, dass wir anfangen können, die von der Lautstärke her ungefähr so anzugleichen, dass das Ganze passt. Das ist natürlich eine totale Geschmackssache. Selbst die Kompressoren sind schon eine Geschmackssache. Einige Leute mögen da mehr, andere Leute mögen da weniger. Es kommt natürlich auch total auf die Musik an, die man mixt. Also wenn ich jetzt einen Metal-Song mische, da will ich wahrscheinlich einfach mehr Power, da will ich natürlich mehr Kompression haben, das muss einfach richtig knallen. Da will ich nicht unbedingt hohe Dynamik haben. Wenn ich jetzt aber irgendeinen Indie-Rock-Song oder irgendeinen Indie-Folk-Song mische, dann will ich natürlich schon ein bisschen mehr Dynamik und ein bisschen unterschiedlichere Lautstärken, um vielleicht auch einfach die Emotionen besser rüberzubringen. Das ist ein großer Streitpunkt. Im Generellen sagen viele Leute, dass viel zu viel komprimiert wird und die ganze Dynamik rausgenommen wird. Man muss halt einen guten Mittelweg finden. Was wir jetzt erstmal machen, ist, wir passen die Lautstärken ein bisschen so an, dass das einigermaßen gut klingt. Ja, ich denke, das ist ganz okay. Was natürlich jetzt noch überhaupt nicht passt, ist im Grunde genommen der Frequenzgang der einzelnen Instrumente. Man hat natürlich das Problem, wenn man jetzt sowas hier schneidet, wenn man sowas hier mischt, dass viele Instrumente den gleichen Frequenzbereich belegen. Also wir haben zum Beispiel jetzt sowohl die Orgel als auch die Gitarre in den tiefen Mitten ziemlich laut. Das Problem ist, wenn das menschliche Gehör viele Sounds hört, die im gleichen Frequenzbereich sind, dann hört es meistens nur einen davon und versucht, die anderen irgendwie auszuschalten. Und das ist im Generellen nicht so gut, weil wir wollen bestimmen, was man hört. Und das heißt, was wir jetzt erstmal machen werden, ist, wir werden zu jedem dieser Tracks einen Equalizer hinzufügen, bei dem wir genau einstellen können, welche Frequenzbereiche laut sind und welche weniger laut sind von jedem Instrument. Dazu machen wir hier erstmal wieder ein Solo auf dem einen Track und ich benutze auch hier den Carve 12-Band Equalizer. Füge ich mal hinzu, mache den auf, der sieht so hier aus. Wir haben hier unten 12 Bänder, die wir an- und ausschalten können, wo wir einstellen können, einmal welche Frequenz das jeweils ist und ob das angehoben oder abgesenkt wird. Und jetzt spiele ich das Ganze einfach mal ab und dann gucken wir mal, was wir mit dem Sound machen können. Also was ich jetzt hier erstmal gemacht habe, ist, ich habe dir erstmal hier unten in den Tiefen ein kleines bisschen mehr gegeben, damit die einfach ein kleines bisschen voller klingt und ein bisschen schöner. Habe aber so die richtigen Tiefen, den Bass und so rausgenommen, weil da möchte ich nachher Platz für den richtigen Bass haben. Dann habe ich hier einfach noch so ein kleines bisschen hier oben
gegeben, so bei 2,5 Kilohertz ungefähr. Einfach um den Anschlag, also diesen hohen, etwas brillanten Sound ein bisschen mehr rauszubringen. Können wir nochmal kurz hören. So klingt's mit. So klingt's ohne. Ja, ich denke, das ist ganz okay. Es ist kein riesengroßer Unterschied, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, den Sound komplett zu verändern oder so. Es geht ja nur darum, ihn wirklich so ein ganz kleines bisschen zu tweaken im Grunde genommen. Genau, das machen wir hier und machen wir im Grunde genommen für die anderen Tracks genauso. Das heißt, ich ziehe mir den auch einfach wieder rüber, packe den in dem Fall vor das Reverb. Ist eine Geschmackssache, einfach nur. Und guck auch hier einfach mal bei der Ukulele. Man kann einfach doppelklicken mit der rechten Maustaste, um die Sachen zurückzusetzen hier. Und mach das gleich mal für die Ukulele. Also ich mache auch die auf Solo und spiele das Ganze mal ab und hör mal, wie das klingt. Ja, das ist auch okay. Hier habe ich jetzt noch ein kleines bisschen mehr Höhen gegeben, damit auch die nicht ganz so topfig und langweilig klingt. Auch hier einfach ein bisschen mehr Brillanz einfach rein. Das kann man jetzt sicher mal, ist natürlich auch immer wichtig, es mit den anderen zusammen anzuhören. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal die Gitarre und die Ukulele zusammen und mal hören, wie das zusammen klingt. Ja, das ist okay, glaube ich. Wir können es jetzt auch mal vergleichen. Also man kann hier einfach draufklicken und die mal ausschalten. Dann mal hören, wie es mit und ohne klingt. Ja, das ist total okay, denke ich. So, jetzt machen wir mit der nächsten Spur weiter, nämlich mit dem Bass. Fügen auch hier wieder einen Equalizer hinzu und hören mal, was wir mit dem machen können. Es ist natürlich erstmal ein Bass, das heißt, der sollte Bass haben. Dazu habe ich jetzt erstmal hier die Bassfrequenz ein kleines bisschen hochgedreht. Man will natürlich nicht zu viel hier im ganz tiefen Bereich, weil das kann man eh nicht mehr hören. Und es nimmt uns im Grunde genommen im Mix nachher nur Platz weg. Also es nimmt uns Energie, die wir in andere Frequenzbereiche stecken können, weg. Daher muss man beim Bass jetzt nicht sagen, oh, wir schieben einfach all die tiefen Frequenzen ganz hoch. Das ist gar nicht so gut. Jetzt, wenn man sich den anhört, merkt man, oh, der hat auch oben so ein bisschen was ganz Nettes drüber. Und das würde ich ganz gerne ein bisschen rausbringen. Also gehe ich auch da einfach mal rein. Guck mal hier so im 1000 bis 2500 Hertz Bereich. Mal gucken, was man da machen kann. Okay.
Ja, das finde ich ganz gut. Was ich bei dem jetzt noch machen werde, ist, ich werde auch hier ein bisschen was von den Mitten rausnehmen, dass der uns da nicht so viel Platz wegnimmt von den anderen Instrumenten, die da in der Mitte liegen, natürlich vor allem der Gitarre, der Orgel und dem E-Piano. Ja, so ist das ganz okay. Auch hier hören wir uns das jetzt mal zusammen mit dem Rest an. Ja. Und das gleiche jetzt noch für die Orgel. Auch die Solo, auch hier Equalizer hinzu. Und mal die anhören. Ja, hier finde ich, jetzt muss man gar nicht so viel machen. Ich habe dir ein ganz kleines bisschen mehr Höhen gegeben noch, weil wir da bisher nur sehr wenig haben in dem Mix, aber ansonsten finde ich die eigentlich so, wie sie ist, ziemlich gut. Und das gleiche mache ich jetzt nochmal mit dem E-Piano. Auch das hier rein, noch das mal soloen. Und mal hören, was man hier noch machen kann. So, hier habe ich auch ein kleines bisschen was von den Mitten rausgenommen, der auch ein bisschen mehr Höhen gegeben und so ein ganz kleines bisschen die Grundfrequenz von den tiefen Noten akzentuiert. Einfach damit die ein bisschen schöner rauskommt und dem Ganzen auch ein bisschen mehr Fülle gibt. So, jetzt können wir uns das Ganze einfach mal alles zusammen anhören, mal schauen, wie das klingt. So, es gefällt mir ganz gut. Das Einzige, was mir jetzt noch nicht ganz gefällt, sind diese sehr lauten Attacks von der Gitarre hier. Also das hier. Die stehen noch sehr raus. Dazu gehen wir jetzt hier einfach mal wieder kurz in den Equalizer rein und gucken, ob wir die isolieren können und vielleicht ein bisschen runterdrehen können. Das merkt man. Das ist das, was ich hier vorhin hinzugefügt habe. Diese Frequenz, die gefällt mir überhaupt nicht. Das heißt, nehmen die mal ruhig ein kleines bisschen runter, vielleicht wieder sogar. Ja, das gefällt mir sehr viel besser. Es ist immer sehr unterschiedlich, wenn man Sachen dann plötzlich im Mix mit anderen Instrumenten zusammenhört, kann man feststellen, ach nee, da gefällt mir jetzt irgendwas, was mir vorher gut gefallen hat, überhaupt nicht. Und jetzt muss ich zum Beispiel sagen, das klingt total doof und naja, dann muss man es halt nochmal ändern. Das ist ja das Schöne an sowas wie Ardu, da arbeitet man komplett nicht destruktiv, das heißt, man kann im Nachhinein immer nochmal wieder reingehen und sagen, ah nee, jetzt ändere ich das Ganze nochmal. So, jetzt wo wir das gemacht haben, nochmal das kurz zusammen anhören.
Ja, das finde ich, ist ziemlich nett geworden. Jetzt haben wir im Grunde genommen unseren groben Mix erstmal fertig. Was ich jetzt gerne noch tun würde, ist, wo ich das alles so zusammenhöre, ist, ich würde zu dem Ganzen ein paar Drums hinzufügen. Und zwar auch mit den neuen MIDI-Tracks aus Ardour. Da das Ganze aber schon ziemlich lang geworden ist, denke ich, verschieben wir das Ganze aufs nächste Mal. Das heißt, es wären insgesamt jetzt 3 Episoden. Ich sage dann für heute erstmal Tschüss. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir ein paar Drums zu dem Ganzen noch hinzufügen und das Ganze dann fertig machen und exportieren aus Ardour und dann irgendwo zum Download anbieten und ganz reich und berühmt werden. Bis dahin noch und ja, man sieht sich.